Was ist das da oben? Irgendwas reißt hier alle Türen und Tore rein. Ist das... Das ist nicht das Vieh, das ist irgendwas anderes, irgendwas Tentakelartiges. Aber das ist nicht... dieser Roboter. Okay, mit dem Omnitool schwenken und wir können weitergehen. Und ja, jetzt sieht man mal... Das, was ich natürlich schon wusste, was man ja vielleicht ein bisschen, wenn man sich für das Spiel im Vorhinein schon interessiert hat, was man da mitbekommt. Ich mache hier mal zu. Geht das? Nein. Ist, dass man nicht auf irgendeiner Raumstation ist, sondern auf einer Unterwasserstation. Und das finde ich sehr, sehr geil. Weil, wie gesagt, eigentlich bin ich nicht der größte Science-Fiction-Fan. Ich mag Science-Fiction jetzt nicht unbedingt gerne. Aber, ich finde Unterwasser-Aktionen und so sehr interessant. Ich habe auch großen Respekt vor Wasser und den Meeren generell. Ich finde, das hat einen gewissen Reiz und hat auch vom Setting her etwas sehr Unheimliches. Natürlich das Weltraum auch, aber ich finde so dieses klassische Raumschiff... Ne, das kennt man ja alles, aber das finde ich echt mal was komplett Neues. Und ich finde einfach auch so wunderschön auf seine gewisse, ganz eigene Art und Weise. Deswegen, ja, wir spielen hier also auf einer Station unter Wasser, auf einer Unterwasserstation. Was natürlich nicht vergessen lässt, dass man hier irgendwelche Viecher, Roboterviecher hat, die hier rumlaufen. Hier kam mir eine Erinnerung. Okay, die Frage ist halt immer nur noch, wie sind wir hierhin gelangt? Und wo sind die Leute, die hier gearbeitet haben anscheinend? Weil das ist ja alles, wirkt hier sehr verlassen. Und ein bisschen runtergekommen schon. Und wo sind die Leute, die hier eigentlich arbeiten sollten? Die sind ja nicht mehr hier. Nur irgendwelche komischen Roboter und Tentakeln. Und komisches schwarzes Zeug, was von der Decke sickert. Schwarzes, dickflüssiges Zeug, das von der Decke sickert, ist niemals gut. Okay, was ist hier? Irgendetwas... Irgendetwas, das unsere Sicht verzehren lässt. Wer redet da? Wer redet da? Ah, shit. Oh, scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Tut mir leid, Simon. Okay, alles ist hier unter Strom. Bleib, bleib, bleib. Was ist das? Heilen? Ich weiß nicht, ob es eine so gute Idee ist, seinen Finger irgendwo reinzustecken. Vor allem irgend so ein Tentakelmonster. Aber jetzt ist auch der Strom weg.
Ah ne, das geht wieder. Okay. Was ist hier? Ah, wer hat da gerade geredet? Hat das Ding da mit uns geredet? Oh, ein Lüftungsschacht. Na toll. Und wir kommen auch nicht mehr raus. Na dann. Was kann hier schon sein? Eigentlich fühle ich mich in Lüftungsschächten immer ziemlich sicher. Ich weiß nicht wieso. Hey, die großen Monster nicht reinkommen. Also der Roboter kann uns hier eigentlich schon mal nicht überraschen. Es sei denn, er greift so von unten durch die Ohre. Aber die Geräuschkulisse ist einfach krass. Das ist... Und sein Herz geht halt sofort ab. Und ich glaube, das ist da draußen irgendwo. Wir haben es da jetzt irgendwo durchgesehen, das Licht. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Station Control. Wo führt uns der Weg jetzt hin? Das ist die Frage. Station Control? Okay. Da würde es rausgehen, aber da hinten war auch noch ein Weg. Da gucke ich auch mal kurz, wo wir dahin kommen. Da oben ist so ein kleines Terminal. Aber da kann man nichts mitmachen. Exhaust. Okay, Erschöpfung. Hä? Okay, da kommen wir auch nicht hin. Also müssen wir da vorne zur Station Control. Oh, mal gucken. Ah, haha. Ich weiß ja nicht. Irgendwann werden wir jetzt bestimmt verfolgt werden. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust drauf. Also so ein bisschen... Unterwasserstation erkunden würde mir schon reichen. Ich brauche da jetzt nicht... Oh, und das speichert. Oh Gott. Speichern ist nie gut. Speichern in Horrorspielen ist nie gut. Also doch schon gut, aber... Es kann immer nur ein schlechtes Zeichen sein. Was ist das? Ah, wir können wieder zurück. Was ist das? Das ist echt eklig. Oh Gott, da bewegt sich was. Unsere Sicht verzerrt sich wieder. Wir können damit reden. Das ist an dieses Ding angeschlossen. Da, wo wir vorhin unseren Finger reingesteckt haben. Hey, can you hear me? Geht nicht. Das redet. Warum redest du nicht mit... Okay, warte mal, kann ich das zurück tun? Es redet, es atmet. Hallo? Da ist ein Zettel, warte mal. Es redet und atmet. Es redet und atmet wie ein Mensch. Das beunruhigt mich gerade, aber wir können hier gerade nicht raus. Okay, wir können den Zettel mal lesen. Auf keinen Fall das Strukturgeleck berühren. Sein Effekt auf die Wow kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Volt Chest gemeldet. Okay. Also nicht das Struktur... Ist vielleicht dieses schwarze Zeug Strukturgel? Kann das sein? Das Leck? Weil das sieht echt eklig aus, Leute. Aber die ist an dieses Ding angeschlossen, wo wir vorhin auch angeschlossen waren. Aber ich kann nicht mit dem Ding reden hier, mit dem Viech. Error, Error. Typ, also komisches Zeug. Sie hat doch gerade gesagt, no, don't. Ich möchte es jetzt nicht rausziehen. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Okay.
wollte... Oh Gott. Haben wir den Roboter getötet? Ich meine, das war ein sehr menschlicher Roboter halt. Wahrscheinlich eine so gute KI, die halt schon menschlich ist. Ach du Scheiße. Sorry. Wir können jetzt das Ding da drücken. Ja, das ist ja kacke. Also das hätte ich jetzt gerne anders gelöst. Das klang schon sehr menschlich halt. Also schon eine sehr menschliche KI dann anscheinend. Na, das ist scheiße. Okay. S1, S2. Was kann man damit machen? Manuelle Boot-Sequenz. Lädt es gerade? Hm. Da kann man immer noch nichts mitmachen. Terminal locked. Okay, hier kommt man nicht raus. Muss man wieder in den Lüftungsschacht oder... Oh Mann. Haben wir jetzt hier gerade den armen Roboter den Strom abgesteckt oder... Oder wie ist das? Bäh. Das sieht echt eklig aus. Oh, da passiert auch nichts, oder? Hm, nee. Das bootet nicht wirklich. Den kann ich auch nicht drücken. Das ist eine Zielscheibe. Peng! Ah, was liegt das? Achso, ein Headset, ich dachte schon. Funksignal blockiert, zu wenig Strom. Ach so! Ah, okay. Kühlflüssigkeit, Turbinen. Online. Aufschließen, Türen. Ach so, wir machen hier gerade das System an. Okay. Okay. Was haben wir da aufgemacht? Lissabon, Portugal. Spaniens, dann Delta. Oh, what is, what's happening? Hello, is there anyone there? Hey, hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, oh, signal. Damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Okay. Dem Ruf gefolgt, eine Errungenschaft. Wir haben gerade mit einer Dame geredet. Sind hier anscheinend im Wärmekraftwerk. Und sollen zur Kommunikationszentrale gehen und großartig andere Möglichkeiten haben wir wohl nicht. Deswegen auf zur Zentrale. Falling Hazard. Oh, da ist wenigstens schön warm da unten. Ah, wenn wir unter Wasser sind, wo geht das denn hin? Ich meine, es hat schon was. Es sieht schon gut aus. Es sieht schon cool aus, aber... Blast Door? Okay. Speichert wieder.
Da vorne ist eine Treppe, okay. Da ist ein Lüftungsschacht. Und eine Leiter. High Pressure Steam! Okidoki. Und da drüben ist eine Brücke. Ich gehe da hoch. Oh! Aua! Oh Gott, das Viech ist hier, oder? Nein. Der ist da vorne. Ich wusste doch, der wird uns irgendwann verfolgen. Da vorne ist die Treppe. Oh Gott. Kommst du hier hinter oder gehst du da nach links? Wo geht er hin? Er geht nach links. Okay. Da vorne ist die Treppe. Wir müssen warten, bis er hier hinten so rum ist. Oder? Er da nach links oder nach rechts? Ich will zur Treppe. Also, er geht nach links. Geh ruhig weiter. Wo sind wir? Oh Gott, der redet! Okay, die Leiter geht nicht. Die Treppe da vorne. Okay, scheiße. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Nicht hier oben. Okay, dahinter ist die Treppe. Da müssen wir hin. Da hinten? Hier hat uns nichts gebracht. Wir müssen da hinten hoch. Okay. Ah! Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Ich bin Stein! Wenn er jetzt hier hochkommen sollte, dann renne ich. Oh. Steam. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Da unten ist ein Hebel. Okay, er ist wieder da. Okay. Er hat uns jetzt wieder gesehen, oder? Nein, du weißt nicht, wo wir sind. Der hat uns gesehen. Ach du Arschloch! Ich lehne mich hier nach vorne, aber ich sehe dadurch ja nicht mehr. Hallo! Da ist Dampf. Du kommst da nicht durch. Da unten war noch so ein Durchgang. Da hätten wir auch noch durchgehen können.
Kommt der jetzt hier hin, oder? Schleicht der da unten rum? Das weiß ich jetzt nicht. Hm. Hallo. Warte, da hinten habe ich gerade ein Licht gesehen. Ja, okay. Er ist gerade... Er kann uns doch jetzt nicht hier oben sehen. Also bitte. Das wäre ja auch sehr lächerlich. Das wäre jetzt so lächerlich, wenn er uns jetzt hier oben gesehen hätte. Dann lache ich aber. Wie soll der uns hier gesehen haben? Wie? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein, du kannst auch keine Treppen steigen. Wie soll der uns hier gesehen? Wie? Wie kann der uns hier gesehen haben? Das kann doch gar nicht sein. Wie willst du uns hier gesehen haben? Geh einfach weg da unten. Ja, Breakdance. Ütsch, ütsch, ütsch. Er weiß, dass wir hier oben sind, aber er kann irgendwie nicht hoch. Oder? Kann er? Ich glaube, wir müssen den Schalter da einfach nur umlegen. Er weiß, dass wir hier oben sind, aber er läuft da unten gerade einfach nur verwirrt im Kreis. Hallo. Ja, dann komm hoch und nimm uns. Aber du kannst nicht durch den Dampf. Nein. Hallo. Okay, er hat uns. Ups, ups, ups. Oh. Verstörende Bilder. Okay, wir sind tot. Es hat ja nicht so gut geklappt. Sie sind gestorben. Zum erneuten Versuchen eine beliebige Taste drücken. Ach ja. Mensch. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Okay, den Schalter. Wir müssen... Oh, es schneit. Wir müssen den Schalter ziehen. Die Frage ist wahrscheinlich, wenn wir da hinten ganz normal runter... Nur mal kurz zum Checken. Ach, da kommen wir so gar nicht hin. Okay. Aber nur mal kurz zum... Mal ganz kurz. Da unten könnten wir rein. Oder da den Schalter ziehen. Ich glaube einfach, wir müssen da den Schalter ziehen. Das heißt, hier rüber, wenn er da hinten rumschwänzelt. Aber jetzt können wir hier nochmal das Terminal angucken. Aber da dann einfach den Schalter ziehen. Okay. Epsilon Standard, Druck 2017 bar. Sauerstoff nicht verfügbar. Stationsdiagnose nicht verfügbar. Okay, das sind jetzt alles so technische Dinger. Ja, dann machen wir das doch nochmal schnell. Schwänzeln mal davor. Vielleicht können wir da rüberspringen. Okay, hier können wir auch nicht rauf. Dürfen wir nicht. Wir sollen also hier unten mit dem kleinen Pisser bleiben. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, da hinten ist er. Ach, okay. Die Frage ist, gehen wir da rein, wo er raus ist? Ich glaube, wir müssen da einfach nur den Schalter ziehen. Das heißt, wir warten jetzt, bis er hier ist. Dann wir schwänzeln ihm einfach so ein bisschen her, würde ich hinterher, würde ich fast schon sagen. Er findet uns hier hinten nie. Der geht ja da eigentlich nur seine Runde, oder? Ja, da ist er. Aber er kann ja durch Wände sehen. Ich weiß ja immer noch nicht, wie er uns da oben überhaupt gesehen hat. Okay.
Die sagt irgendwas. Okay. Wir warten, bis es wieder nach links geht. Dann haben wir genug Zeit. Und dann dürften wir doch da den Schalter ziehen können. Scheiß drauf, komm. Ah, wir müssen hier durch. Und wir können zumachen.